Also, ich habe dir jetzt versprochen, dass wir die gesamte Weltlösung besprechen. Und zwar haben die Professoren gesagt, als erstes Mal müssen wir Geld erzeugen. Denn Klima ist nun mal eine teure Geschichte, denn alle Politiker scheuen sich ja, was zu machen, weil es immer heißt, könnte die Wirtschaft schwächen, könnte Geld kosten, könnte die Bürger verärgern. Und wie macht man Geld? Stell dir vor, da drüben wäre jetzt mein Hausarzt und der würde mir in Zukunft kostenlose, spaßmachende Gesundheitskurse anbieten. Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Und wenn er mir hilft, erfolgreich hilft, dass ich seltener krank werde, also man muss das natürlich kompliziert messen, aber wenn ich zum Beispiel nie krank werde, kriegt er für jeden gesunden Monat Geld von der Krankenversicherung ausgeschüttet. Also plötzlich dreht sich der Kapitalismus um. Nicht mehr deine Krankheit wird zum Wirtschaftsinteresse und Ziel, sondern deine Gesundheit, deine Lebensqualität wird zum Ziel des wirtschaftlichen Handelns. Und dieses Grundprinzip, das soll jedes Jahr 70 Milliarden Einsparungen allein in dieser Reform bringen. Das Ganze sind 20 Reformen. Ja? Aber nur dieses eine Beispiel soll laut Ansicht des Arztes Christian Zimmermann, das ist der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, 70 Milliarden plus bringen. Wir müssen natürlich der Pharmaindustrie helfen, sich den neuen Bedingungen anzupassen. Und am Ende haben wir 50 Milliarden fürs Klima und können vielleicht 5 Kohlekraftwerke stilllegen und die erneuerbaren Energien hochfahren. Du hörst jetzt zum ersten Mal in deinem Leben, denke ich, von diesem dritten Weg der zweiten Scientists for Future. Wie wirkt der auf dich von der ersten Überlegung her? Also ich finde das ziemlich gut, weil dadurch, dass, also Ärzte sind ja immer sehr darauf fixiert, dass man krank ist und so, da die dadurch Geld verdienen und so. Und ich finde das eine sehr gute Lösung auf jeden Fall. Dass also eben der Arzt nicht quasi mehr Geld verdient, wenn ich häufiger krank werde und dadurch quasi fast schon sowas wie ein Interesse entwickelt an meiner Krankheit oder entwickeln muss, sozusagen, sondern dass er, wenn er mir hilft, dass ich gar keine Tabletten brauche, dass er dann am meisten verdient. Das ist doch eigentlich eine richtige Lösung, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt stell dir vor, weil ich jetzt hier schnell hinterher muss, stell dir vor, hier stände jetzt die weltberühmte Greta Thunberg und würde nur einen Satz sagen. Wir sollten in jeder Talkshow in der Welt diskutieren über den dritten Weg der zweiten Scientists for Future. Haben diese Professoren recht? Müssen wir unser gesamtes wirtschaftliches System auf Förderung des Guten umstellen, anstatt nur Gewinne irgendwie zuzulassen, durch Kriege Gewinne zuzulassen, durch Krankheit Gewinne zuzulassen, durch Plündern der Erde, sondern müssen wir die gute Wirkung auf die Menschen, die Verbesserung des Wohlbefindens, die Verbesserung der Gesundheit zum Maßstab aller Gewinne machen und dann Marktwirtschaft machen. Ja, das ist so. Stell dir vor, das würde passieren. Was meinst du, hätten wir da eine Chance? Ich glaube schon, ja. Alles klar, dann danke ich dir, gell?